Meine herzallerliebsten Zuschauer, willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn und schön, dass du auch wieder dabei bist. Ja, es geht weiter mit Horizon Zero Dawn. Ja, wir machen gerade die Quest der Vergessene. Untersuche das Messer, das soll ich gerade tun. Ja, wir suchen immer noch Bram oder Brom. Hat jemand oder, damit angegriffen? Brom. Scheint so. Noch mehr Blut zu sein. Und es fühlt von hier weg. So, siehst du, schon wieder falschen Knopf gedrückt. Ich habe ja in der letzten Folge über die Steuerung gemeckert und ach ja. Da werde ich noch öfters meckern. Springen wir zum Beispiel auf Kreis, ziemlich geil, also auf B, ja. Da, ein Eimer. Muss mal gucken, ob ich das vielleicht umstellen kann. Wenn ich es jetzt umstelle, dann mache ich es wieder andersrum. Ich kenne mich. Das Blut ins Lager gebracht? Die Blutspur endet hier. Aber der, von dem sie stammt, muss auch Spuren hinterlassen haben. Okay, da geht's weiter. Ja, wenn ich es jetzt ändere, dann mache ich es wieder andersrum. Dann versuche ich lieber dran, mich dran zu gewöhnen, ja. Kritisch! Bin ich ein Tierquäler, ich weiß, aber braucht die, also man braucht wirklich die Materialien. Ich gehe mal hier hoch, wa? Okay, hier geht's weiter. Tolle Wurst. Ja, duck dich. Ich drücke mal falsch. Gut, dass ich das gefunden habe. Nicht. So, das war nochmal epic geklärt. So schnell konnten die gar nicht gucken jetzt, ja. Das ist doch bestimmt ein Mord passiert. Die ganze Heilung. Oh, guck doch mal, wie geil das aussieht, ja. Da gibt mir richtig einer ab. Obwohl ich eigentlich keine Grafik, also ich bestehe nicht auf Grafik, also ich spiele auch Spiele, die scheiße aussehen, ja. Vor allem auch Retro-Spiele, ich mag vor allem diesen Retro-Look, ja. Aber... Aber wenn Grafik da ist, also dann genieße ich das auch, ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich kaufe mir jetzt nicht nur Spiele, die Grafik haben, ja. Oder ich spiele nicht nur Spiele, die Grafik haben. Also ich finde es super, wenn Grafik da ist, aber... Also dann genieße ich das auch, aber... Für mich müssen jetzt... Also ich bewerte ein Spiel nicht nach der Grafik. Also ich sage, das Spiel hat eine gute Grafik. Das ist ein positiver Punkt in meiner Kritik. Aber wenn jetzt ein Spiel schlechte Grafik hat, aber dafür eine geile Story, dann... Landet es natürlich auch in der Sammlung, keine Frage, Alter. Hallo. So, und gucken wir mal, was der Schönes hat, der Kollege. Hast du irgendwas Geiles für mich?
Ja, aber die haben wir ja schon an, wa? Dafür will er 200 Metallscherben haben, aber ich glaube, die Rüstung habe ich doch schon an, oder? Ja, die habe ich doch schon an, oder? Ich guck mal kurz, es gibt mir jetzt keine Ruhe. Ja, die habe ich doch schon. Gut. Warum trage ich denn eigentlich zwei Rüstungen? Das verstehe ich nicht, weil ich hätte hier, würde die ja gerne verkaufen, wenn ich die nicht mehr brauche. Komm her. Ach, diese Steuerer. Ah, kann es sein, dass. Warum kann ich meine alten Rüstungen nicht verkaufen? Das finde ich irgendwie komisch. Sammelt man die wohl, wa? Oh, wie das so durchscheint, ja. Das ist so schön. Das ist verrückt. Ob das Blutumlager wohl von diesem Eberstab, falls Brom das war? Warum soll sein Volk glauben, er sei tot? Und wozu den Schrein schänden? Da will wohl einer seinen Tod vortäuschen. War das schon wieder so ein Mistvieh? Diese Plünderer denn da? Aber wie schnell der Tag- und Nachtwechsel ist, ja? Na gut, jetzt sieht man, dass noch morgen ist. Na schon. Ich wollte gerade sagen, wie schnell ist denn der Tag- und Nachtwechsel, aber man sieht schon, dass die Sonne aufgeht. Okay, hab nichts gesagt. War wohl mal ein Wächter. Dem auch immer ich folge. Er hat mir gesessen. Das Ding hat gesessen. Das nicht. Was war das? Na komm, Buddy. Vielleicht auch mal ein bisschen mit Bogen arbeiten. Ihr seht ja, hat ja ganz gut geklappt gerade. Naja, ihr seht ja, da bei mir, man merkt auch ein bisschen die Verbesserung. Also, muss ich erstmal einspielen, ja. So, Leute, jetzt habe ich mich schon wieder viel zu weit entfernt. Aber es ist halt ein Open-World-Spiel, da wird man ständig abgelenkt. So, wahrscheinlich ist hier noch irgendwo ein Loot, wa? Wenn es Brom ist, ist er sehr geschickt mit dem Speer. Na, wir können ja nicht der einzige Pro hier sein. Sie, nicht ich. So, hier geht's weiter, alright.
wollte schon wieder jagen. Nein, Christian, du machst jetzt die Quest. Da oben vielleicht? Geht's hier irgendwo hoch? Diese Vorräte geplündert. Hä? Hey, da oben muss noch irgendwas sein. Ah, ich sehe schon. Ja, hol mit dir. Den Scheißdreck. Mann, du sollst da. Die schmieren Anfall, ja. Ja, nimm doch. Haben wir sehr lange ausgestoßen. Wozu jetzt Nahrung und Ausrüstung stehlen? Folge der Spur. Das sind die Vorräte aus dem Lager. Wozu sie erst stehlen und dann wegwerfen? Ja, muss schon treffen, Christian. Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich hier weh tue! Dann geh doch hoch! Der hätte sie locker hochspringen können, ja? Ohne Scheiß. Ich höre Ich schwör's! Ich bring mich um! Ich bring mich um, bevor ich ihr weh tue! Du bist kein Geist! Was willst du? Dass du von der Kante zurücktrittst, Brom. Nein! Lass mich in Ruhe! Siehst du nicht, dass ich nachdenken muss? Wie soll ich denn nachdenken, wenn alle mich anschreien? Ich weiß, es ist hart, aber ich kann helfen. Bei so vielen Stimmen muss dir bestimmt der Kopf wehtun. Keine Angst, meine Stimme ist sanft und tröstend. Schizo? Eine sanfte Stimme, wie Olaras. Das ist so lange her. Jahre. Ja. Ja, ich höre zu. Viel besser. Jetzt erzähl mal, was bedrückt dich? Die Geister der Vergessenen. Von der Urmutter verfluchte Seelen. Ihre Stimmen lassen mich nicht in Ruhe. Sie wollen, dass ich Dinge tue. Menschen wehtue. Wenn ich zu den Nora zurückgehe, muss ich vielleicht sogar Olara wehtun. Eher bringe ich mich um, als das zuzulassen. Musst du denn auf die Geister hören, Brom? Sie sprechen jetzt gerade mit mir. Sie sind immer da. Kümmern sich um mich. Leisten mir Gesellschaft. Helfen mir, außer wenn sie schreien. So wie als dieser Jäger mich niederschlug. Schlag ihm den Schädel ein, sagten sie. Das tat ich. Brom, du lebst! Urmutter sei Dank! Verzeih, dass ich dir folgte. Ich musste selbst sehen, dass er okay ist. Oh nein, 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 nein! Nein, bitte, Schwester! Ich kann dich nicht schützen! Ich brauche keinen Schutz vor dir, Brom. Haha, so ein Schlingel, ja? Ist sie uns einfach verfolgt? Kannst du ihm helfen? Er fürchtet, dass diese Geister, die er hört, ihn gegen dich aufhetzen. Kann deine Stimme sie verstummen lassen?
Ja, so wie es vorher war. Er hat nur einmal jemanden verletzt, der ihn provoziert hat. Ich will dir nicht wehtun, aber die Vergessenen, ihre Stimmen, mein Kopf ist voll von ihrem Geschrei. Naja gut, also ich würde sagen, dass er Schizophrenie hat, das ist schon eine ernstzunehmende Krankheit, aber ich würde sagen, vor allem was er jetzt braucht, ist Liebe von seiner Schwester. Und er hat einen angegriffen, weil er ihn provoziert hat. Also man sollte sich als Mensch nicht provozieren lassen, ja. Also Provokation führt zu Gewalt, aber das hat ja nichts mit seiner Krankheit zu tun. Er ist halt einfach nur, er lässt sich gerne nicht provozieren. Deswegen würde ich sagen, ja, er braucht dich. Für die Rückkehr zu den Nora ist Brom noch nicht bereit. Aber er wird dir nichts tun, Olara. Ich weiß, wo ich bleiben kann. Eine Höhle im Berg der Urmutter. Dort könntest du mich besuchen. Solange ich stark bin. Das bleibst du, Brom. Ich helfe dir. Danke, Aloy. Ich kümmere mich jetzt um Brom. Und ich würde sagen, wenn ich das nochmal kurz begründen darf, meine Entscheidung, ich denke mal, sie hätte sowieso nicht von ihm losgelassen. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, er ist eine Gefahr, dann hätte sie sowieso gesagt, nein, er ist mein Bruder, bla bla bla. Und ja, also kommt aufs Gleiche raus, deswegen, ja, meine Entscheidung. Möchtest du ungehindert von den Vergessenen ins ewige Gedächtnis der Urmutter eingehen? Tja, da freut man sich doch. Ja, Ladies and Gentlemen, wieder eine gute Tat. Vollbracht. Oh, my fucking God. Ja, eine gute Tat vollbracht und danach gleich Selbstmord machen. So ist richtig, XR. So ist richtig. Das Problem ist, ich spiele nebenbei noch Monster Hunter, ja. Und da bei Monster Hunter hast du keinen Fallschaden. Deswegen. Ja. Aber warum ist die nicht so ein blödes Ding zum. Keine Seilbahn hier? Mann! Jetzt echt hier wieder runterklettern. Oder so. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Hatten wir nicht noch eine Nebenquest? Rede mit Wahl. Ist bei den Beckens. Okay. Ja, hoffe ich habe jetzt nichts verpasst. Ich würde sagen, wir fangen die Hauptquest schon mal an, Leute. Und ist eigentlich egal, weil ist ja sowieso alles frei erkundbar. Ich werde dann einfach demnächst nochmal aufbauen ein bisschen. Und das Gebiet nochmal genauer erkunden und dann werde ich ja sehen. Ich gehe nochmal kurz auf die Karte. Ja, hier ist unser Gebiet. Also man kann ja überall wieder hin und so. Das heißt ja jetzt nicht, dass ich irgendwas verpasse. Da muss ich mir noch ein Lagerfeuer holen. Also, was ist denn hier eigentlich noch Schönes? Blau, das muss ich auch noch mal erkunden. Ich würde sagen, ich mache jetzt mit der Hauptquest weiter. Erstmal den Händler. Was hat? Dafür brauche ich 150 Metall. Oh! Muss mal fragen, wo ich Metallscherben herkriege. Von den Viechern, wa? Ja, da muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen farmen gehen. Ich nehme die Quest schon mal an für heute. Kampfgeräusche. Direkt vor den Toren? Oh. Die Tore scheinen zerstört zu sein. Vorsichtig! Holt es näher an!
Wahl, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Gefahren jenseits des Beckens? Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen, sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Die Erprobung? Die Gewinnerin der Erprobung. Woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft. Wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Es tut mir leid. Ich mochte sie. Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Habe ich blöd mal an die Kamera ausgemacht, ja. Ja, das war doch die, wo ich gesagt habe, der sollten wir nicht zu sehr vertrauen, war unsere Konkurrentin da. Ah, schade. Ja, ich mich ja eigentlich, ja, das ist jetzt natürlich. Ja, irgendwie war sie ja auf einer gewissen Art und Weise war sie ja sehr sympathisch. Massaker im Kriegsturm. Rum? Kriegsturm? Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen, direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sich schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg und unsere Verluste extrem. Kriegsherrin? Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich muss gehen. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val.
Ich tue, was ich kann. Ja, Leute. Kann ich die Dinger hier noch looten? Na, das ist da ein Träumchen. So, ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal wie ein Bekloppter farmen gehen, damit ich mir die Rüstung kaufen kann. Vorher hole ich mir aber vorne erstmal das Lagerfeuer. Ja, und ich habe ja auch so das Gefühl, dass ich hier noch nicht so ganz fertig bin. So, eine Linse, die kann ich doch verkaufen. Kaufe ich die vorne und dann sammle ich die nochmal ein. Ja, die Zeit nehme ich mir. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Verkaufen. Wo haben wir denn hier die Läuferlinse? Richterlinse. Binderlinse. Sägezahnherz. Wie viele Wächter werde ich noch töten, ja? Wie viele Läufer? Mach ich jetzt einfach mal. Die Welt ist größer geworden, aber auch gefährlicher. Auf jeden Fall die epische Rüstung haben, kostet es was es wolle. So, jetzt haben wir die im Sack. Ja, Leute, und an der Stelle verabschiede ich mich. Ja, ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuschauen. Ja, ihr seid auf jeden Fall die geilsten. Ja, lasst mir Liebe da, ja, indem ihr das Video teilt und liked. Die Kanal könnt ihr auch gerne teilen. Ja, und ja, jede Unterstützung ist wichtig und schreib mir was Nettes in die Kommentare. Ich werde dir auf jeden Fall antworten. Deine Meinung ist mir wichtig und ich sag viel zu oft und. Euer Xian, bis zum nächsten Mal. Ciao.